So eine zentrale Herausforderung der vierten industriellen Revolution sind die sich verändernden Märkte. Kunden erwarten wesentlich kürzere Produktlebenszyklen. Produkte haben allgemein eine deutlich kürzere Lebensdauer. Und für die Hersteller ist es wichtig, sich schnell auf Änderungen in den Märkten einzustellen. Bedeutet, sie müssen ihre Produkte sehr schnell auf neue Marktanforderungen anpassen können. Shopfloor 4.0 ermöglicht dies durch eine durchgängige Vernetzung von den Geräten bis hin zur IT. Der Kunde wird direkt in die Produktion eingebunden, kann jederzeit den Status seiner Produktion sehen und auch kurzfristig noch Änderungen an dieser Produktion durchführen. Eine zentrale Einheit von Shopfloor 4.0 ist der digitale Zwilling. Der digitale Zwilling repräsentiert das Gerät mit all seinen Daten und mit den Fähigkeiten, die dieses Gerät anbietet. Geräte bieten ihre Fähigkeiten als Dienste an. Diese Dienste werden von der Unternehmensleitebene aufgerufen, so wie der Direktor Befehle an seine untergebenen Einheiten kommuniziert. Die Geräte entscheiden selbstständig, wie sie diese Befehle ausführen und wie sie optimal ihre Produktion steuern können. Optimal kann bedeuten im Hinblick auf Ressourceneffizienz, auf Geschwindigkeit oder auf eine kundenindividuelle Produktion. Für uns ist es erstmal eine strategische Partnerschaft zwischen Fraunhofer, Objective Partner und NetApp, die wir heute hier auf der Hannover Messe unterzeichnet haben, worüber wir uns erstmal sehr freuen. Im Endeffekt geht es um, Fraunhofer hat Softwarelösungen im IoT-Umfeld. Und im IoT-Umfeld ist es natürlich ganz wichtig, die Daten zu managen und die Daten zum richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Und dafür sind wir zuständig, da bringen wir die Technologien an den Start und die Firma Objective Partner ist für die Umsetzung bei unseren Kunden dieser Projekte, dieser IoT-Projekte zuständig. Der Gegenstand dieses Vertrags ist im Endeffekt, dass sie die Technologien vereinen und es ist eine Open-Source-Lösung, die die Fraunhofer da entwickelt hat und wir machen im Endeffekt in dem Verbund, machen wir aus der Open-Source, aus dem Open-Source-Ansatz, machen wir ein Produkt, ein marktfähiges Produkt. Das haben wir heute, die Zusammenarbeit haben wir heute vertraglich besiegelt. Also das Ganze hat sich entwickelt, hat gestartet vor 1,5 Jahren und bis zur heutigen Vertragsunterzeichnung. Natürlich haben wir hier technologisch schon sehr viel entwickelt. Wir sind offen für Partner, weil es ist Open Source, bedingt immer, dass es weitere Partnerschaften auch hinzukommen. Aber in diesem Dreiergestirn, das wir heute gestartet haben, werden wir jetzt auch den Skaleneffekt nach oben fahren. Wir werden mehr Kunden angeben, natürlich Referenzprojekte, an denen wir bereits arbeiten. Die Anfragen von Kunden sind schon sehr viel, ja, und das werden wir jetzt sukzessive weiter ausbauen und dann eben über die Partnerschaften die Lösungen auch noch weiter ausbauen gemeinsam.